Feinschliff an der Säbener Straße, zwei Tage vor dem Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid. Ohne Mats Hummels, der sich gestern eine Distorsion im rechten Sprunggelenk zugezogen hat und am Mittwoch definitiv nicht spielen kann. Dafür aber mit Manuel Neuer und auch Thomas Müller, die beide auf den Klassiker gegen Real hinfiebern. Das ist ein Riesenspiel in Europa, zwei Top-Mannschaften. Und natürlich ist da die Vorfreude auch groß. Man merkt es ja auch so ein bisschen im Umfeld, nicht nur jetzt bei den Medien, sondern auch die Leute in München, die man so trifft, Freunde, Bekannte. Alle reden über das Spiel und das ist natürlich das Faszinierende am Fußball, wenn es dann im April um Champions League, Viertelfinale, Halbfinale geht, dann darauf freut man sich. Ein möglicher Einsatz von Thomas Müller am Mittwoch würde Carlo Ancelotti natürlich eine weitere taktische Offensivvariante eröffnen. Zum Beispiel Müller hinter oder sogar neben Robert Lewandowski, der nach seiner Schulterprellung vom Samstag heute individuelles Training im Leistungszentrum absolviert hat. Einen beachtlichen 83:68 Auswärtserfolg feierten die Basketballer des FC Bayern jetzt in Ulm und beendeten damit die beeindruckende Rekordserie des Tabellenführers von 26 Siegen in Folge. Für die Mannschaft von Trainer Sascha Djordjevic selbst war es der 12. Bundesliga-Sieg nacheinander. Bester Werfer in einem ungemein kampfstarken Team war Bryce Taylor mit 21 Körben. Nächster Gegner der Bayern ist am Gründonnerstag Tabellenfünfter Bonn.